2CV, 2CV4, 2CV6, 3CV Lux, R4, R6, R8, R10, R12, R15, R16, R17, 12 MP4, 12 MP6, 15 MP6, 15 MXL, 15 MRS, 17 MP5, 17 MP7, 17 MRS, 20 MP5, 20 MTSP5, 20 MPS, 20 MTSP7, 20 MXLP7, 20 MRSP7, 26 M, 240, 340, 420 G, XJ6 Deluxe, 500 F, 770 S, 850 N, B, BGT, C, CGT, 911 T, 911 L, 911 E, 911 S, 914 4 S, 916 6, 1000 MB, 1000 MB Deluxe, 1000 LS, 1000 GLS, 1000 Spezial, 1000 Rally, GT 1100, 1300 TI, GT 1600, 1750 GTV, GT 1900, 2000 GTV, 2500 PI, Corolla Carina, Celica Corona, Fugonet Estafette, Diane Marina, Berliner Firenze Javelin, Primula, Dauphine Caravelle, Montreal Ascona, Capri Granada, Moldau, Taunus, Alpin, Marathon, Olympia, Rekord, Viva Deluxe, Ambassador, Barracuda, Victor, Rebel, Fury, Manta, Targa, Satellite, Escort, Prinz, Diplomat, Konsul, Kadett, Kapitän, Admiral, Commodore, 2800 CS, 3000 CS mit Überrollbügel. Ich heiße Octave und kaufe meine Klamotten bei APC. Ich bin Werber. Ja. Ein Weltverschmutzer. Ich bin der Typ, der ihnen Scheiße verkauft. Der sie von Sachen träumen lässt, die sie nie haben werden. Immer blauer Himmel, nie flaue Frauen, perfektes Glück. Photoshop retuschiert. Geleckte Bildermusik im Trend. Wenn sie genug gespart haben, um sich den Traumwagen leisten zu können, den ich in meiner letzten Kampagne lanciert habe, ist der durch meine nächste Kampagne längst überholt. Ich bin ihnen immer drei Wellen voraus und enttäusche sie zuverlässig. Glamour ist das Land, in dem man nie landet. Ich fixe sie mit Neuheiten an, die den Vorzug haben, dass sie nicht nur neu bleiben. Es gibt immer eine neue Neuheit, die die vorige alt aussehen lässt. Mein Amt ist es, ihnen den Mund wässrig zu machen. In meinem Metier will keiner ihr Glück, denn glückliche Menschen konsumieren nicht. Ihr Leiden dobt den Handel. In unserem Jargon nennen wir das die Post-Shopping-Frustration. Sie müssen unbedingt ein bestimmtes Produkt haben und kaum dass sie es haben, brauchen sie schon das nächste. Der Hedonismus ist kein Humanismus, sondern Cashflow. Devise, ich gebe Geld aus, also bin ich. Um Bedürfnisse zu schaffen, muss man Neid, Leid, Unzufriedenheit schüren. Das ist meine Munition, meine Zielscheibe, sind sie. Mein Leben besteht darin, sie zu belügen und dafür werde ich fürstlich entlohnt. Ich verdiene 13.000 Euro, Spesenkonto, Dienstwagen, Stock Options und Golden Parachute nicht mitgerechnet. Der Euro ist erfunden worden, damit die Einkommen der Reichen nur halb so obszön aussehen.
Kennen Sie viele Typen in meinem Alter, die 13.000 Euro verdienen? Ich manipuliere Sie und bekomme dafür den neuen Mercedes SLK mit dem Dach, das automatisch im Kofferraum verschwindet. Den BMW Z3, den Porsche Boxster oder den Mazda MX-5. Ich persönlich habe ein Faible für den Z3 Roadster von BMW, bei dem sich die aerodynamische Ästhetik der Karosserie mit der Kraft des 321 PS starken Sechszylindermotors verbindet, der in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 ist. Außerdem ähnelt dieser Wagen einem riesigen Zäpfchen. Sehr praktisch, wenn man auf die Welt scheißt. Ich unterbreche Ihre Fernsehfilme, um Ihnen meine Logos aufzudrängen. Und man spendiert mir einen Urlaub in Saint-Barth, Lamy, Phuket oder Las Cabanes. Ich belästige Sie mit meinen Slogans in Ihren Lieblingszeitschriften und man offeriert mir ein Schloss in Périgord, eine Villa auf Korsika, einen Bauernhof in der Ardèche, einen Palast in Marokko, einen Katamaran auf den Antillen oder eine Yacht in Saint-Tropez. Ich bin überall. Sie entkommen mir nicht. Wohin Sie auch schauen, prangt meine Werbung. Ich verbiete Ihnen, sich zu langweilen. Ich hindere Sie am Denken. Ich nutze den Terror des Neuen, um Leere zu verkaufen. Fragen Sie einen Surfer. Um an der Oberfläche zu bleiben, braucht man ein Nichts darunter. Surfen heißt über gähnende Löcher gleiten. Ich bestimme, was wahr, was schön, was gut ist. Ich caste die Models, von denen Sie in 6 Monaten einen Ständer kriegen, die Sie Top-Models nennen, weil sie auf allen Plakaten sind. Meine Mädchen traumatisieren jede Frau über 14. Sie werden meine Entdeckung vergöttern. In diesem Winter trägt man die Brüste höher als die Schultern und das Köpfchen hohl. Je mehr ich mit Ihrem Unbewussten spiele, desto besser gehorchen Sie mir. Wenn ich an den Wänden Ihrer Stadt einen Joghurt anpreise, werden Sie es kaufen. Das versichere ich Ihnen. Sie meinen, frei zu sein in Ihrer Wahl. Aber eines Tages werden Sie mein Produkt im Supermarkt, egal wie Sie es kennen. Und Sie werden es kaufen. Nur um es zu probieren. Glauben Sie mir, ich kenne meinen Job. Also meine Damen und Herren, ich glaube, dass ich Ihnen nicht zu viel versprochen habe. Ich finde die Stimmen großartig. Normalerweise, also wir machen ja immer diesen Dank, der sich hier verbirgt. Und normalerweise verschwende ich da immer sehr viel Zeit drauf. In diesem Fall sage ich einfach, die erste Flasche, der erste Dank an Wolfgang Schiffer. Die zweite Flasche, der zweite Dank an Niklas Schütte. Das Wichtige am Abend ist, Sie haben es bestimmt gemerkt, entgegen unserer Gewohnheit haben wir keinen Eintritt genommen, weil wir dachten, bei gerade dieser Veranstaltung wäre es gerade paradox, wenn wir vorher sagen, es kostet so und so viel. Wir haben uns aber etwas überlegt, wie man doch die Kunst, die Künstler, so unterstützt, dass sie das, was sie so großartig heute Abend hier gemacht haben, weiter tun können. Deswegen haben wir ja am Anfang diese kleinen Geldscheine als Eintrittskarten vergeben. Unsere Idee war zunächst, dass der Wert, den Sie sich freiwillig gewählt haben, in den Hut, der ankündigungsgemäß rumgeht, einwerfen. Weil wir aber gesehen haben, dass sich manche 500er, 100er oder sonst was noch haben, haben wir uns gedacht, wir sind nicht so unfair, sondern halbieren das. Wer damit natürlich, weil wir ja vergessen hatten, es zu erwähnen, nicht gerechnet hat, darf aber alles, was er im Portemonnaie hat, und ich glaube, nach diesem Abend drängt es einen geradezu, den schnöden Mammon in den Hut zu werfen, den mein Bruder klagend, auffordernd, bittend, wünschend Ihnen entgegenhält, wenn Sie diesen Raum verlassen, reinwerfen. Das war das, warum ich heute mehr Wert auf das legen wollte, als auf den Dank. Ich denke, dass es in unserer aller Sinne war. Und deswegen danke ich Ihnen fürs Kommen.
wünsche, dass Sie das, was wir uns ausgedacht haben, jetzt auch erfüllen. Ich sage ganz herzlichen Dank an Wolfgang Schiffer. Und Niklas Schütte. Und jetzt nehmt euch in den Arm, gebt euch einen Kuss und Judith. Thank you.